Bei Zweihebelausstattung gibt es drei Schalter zur Betätigung des Load Pilot. Vor den Hebeln befindet sich der Schalter zum Starten des automatischen Wiegevorgangs, der auch zur Nullkalibrierung der leeren Schaufel verwendet wird. Der zweite Schalter auf der linken Seite des Auslegerhebels wird zur Löschung der letzten Wiegung genutzt. Auf der linken Seite des Schaufelhebels befindet sich der Schalter zum Löschen der gesamten Ladung. Bei Ausstattung mit Multifunktionshebel sind die drei Schalter um den Hebel herum angeordnet. Der Schalter zum automatischen Wiegen befindet sich ebenfalls vorne. Die Schalter zum Löschen der letzten Wiegung und der gesamten Ladung befinden sich auf der rechten Seite. Zum Starten der automatischen Wiegung muss der Auslegerwinkel unter minus 20 Grad sein, es sollte nicht gefahren werden und die Schaufel muss vollständig eingekippt sein. Drücke den Knopf und der Ausleger hebt sich automatisch bei einer bestimmten Motordrehzahl durch den Wiegebereich. Die Schaufellast wird berechnet und angezeigt. Dies ist die beste Methode zur präzisen Wiegung. Rückwärtsfahren während der Messung kann die Produktivität erhöhen, jedoch kann sich dies auf die Messgenauigkeit auswirken. Wird trotzdem rückwärts gefahren, sollte dies nicht schneller als 5 km/h geschehen. Bedenke, dass der Ausleger während der Fahrt angehoben wird. Dies kann zu instabilem Fahrverhalten führen. Die zweite Funktion dieses Schalters ist die Nullkalibrierung der leeren Schaufel. Für mehr Informationen hierüber schaue das Video zur Kalibrierung. Wenn der Schalter zum Löschen der gesamten Ladung länger als 2 Sekunden gehalten wird, wird die Load Pilot Anzeige für die Gesamtlast im Additionsmodus oder im Subtraktionsmodus zurückgesetzt. Wird der Schalter zum Löschen der letzten Wiegung betätigt, wird die zuletzt gemessene Schaufellast gelöscht. Die letzte LKW-Ladung storniert, wenn der Schalter innerhalb von 10 Sekunden gedrückt wird, oder eine Nachwiegung wird ermöglicht.